Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mini Metro. Folge 33. Nach dem 8.01.2018, wo die letzte Folge kam, gibt es jetzt Folge 33, weil ich habe mich gerade festgestellt, Mini Metro ist 10 Jahre alt geworden und das war immer erfolgreich hier. Und ich denke, es gibt noch Fans hier. Und ich habe ewig nicht gespielt, nämlich seit 5 Jahren nicht mehr. 2019 bis letztes Mal gespielt, deswegen müssen wir reinschauen. Wir machen eine der brandneuen Karten, also hier gibt es so viele neue. Hier, Wascha habe ich noch nicht gespielt, Chicago habe ich noch nicht gespielt. Ich würde hier die können wir schon. Osaka, können wir irgendwas machen, was irgendwie Sinn macht, wo ich ein bisschen Verbindung so habe. Boston zum Beispiel, Boston war ich. Montreal haben wir schon öfters gespielt. Auch San Francisco, guck mal, das ist doch erst vor kurzem her. Ich denke, das ist perfekt. Das spielen wir heute. So, mal gucken, ob ich das noch kann. Ich habe zwischendurch ab und zu mal das mit den Highways gespielt. Warte mal, wie war denn das jetzt? Ich kann doch bestimmt hier das hier rüberbauen. Was ist das jetzt? Was ist das? Was macht der? So, jetzt haben wir drei Linien. Das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus bisher. Ich würde sagen, das hier wird quasi unser Main Hub. Würde ich jetzt mal so raushauen. Nochmal ein Dreieck. Ja, gut. Muss man halt verlängern. Oder wir machen hier eine. Wie viele Tunnel habe ich denn noch übrig? Oh, ich habe noch drei Tunnel. Wir könnten auch die Linie rüberführen. Dann gibt es ja noch ein paar Möglichkeiten zu umsteigen. Achso, drei Züge. Ich kann ja wieder Züge irgendwo draufsetzen. Du, das ist da jetzt hier mit drin? Das nicht ausgefüllte Linie bedeutet, dass die Züge auf diese Strecke nicht an diesen Bahnhof halten. Ah, okay. Interessant. Warte mal, das hier will ich einkürzen. Weil ich tue das quasi jetzt schon bedienen. Das Viereck ist auf jeden Fall das Wichtigste von allen. Aber wenn die da drüben müssen, die hier immer alle umsteigen. Ja gut, aber die können dann hier entscheiden, in welche Linie von den beiden die einsteigen. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also bisher sehe ich überhaupt keine Probleme bei irgendwas. Außer dass ich gerne noch eine neue Linie haben würde, mit der ich hier die Süden verbinde. Das ist auch nicht schlecht. Ah, oh, guck mal, wenn ich jetzt Kreis habe, kann der die in die Richtung. Ja, Lokomotiven. Ah, ich nehm noch eine Linie. Weil dann kann ich nämlich wirklich. War ich jetzt von der Endstation oder von der? So, jetzt kann ich es nämlich so verbinden. Und weißt du was? Machen das mal umsteigen. Obwohl, macht das Sinn? Das macht irgendwie keinen Sinn, oder? Na, lass uns erstmal fahren. Ey, das macht überhaupt keinen Sinn. Ach, guck mal, hier ist ein Kreis geworden. Da können wir den Kreis so wegnehmen. Eigentlich wäre es gut, wenn wir auf jeder Strecke quasi einmal alles haben. So dass wir kaum Umsteigebeziehungen brauchen. Also, wie gesagt, ich habe lange nicht gespielt. Spielt jemand von euch das noch? Schreibt so in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob irgendjemand überhaupt noch dieses Spiel spielt, weil. Was ist das jetzt? Kannst du mal aufhören, deine Form zu ändern? Jetzt habe ich ja ganz viele Umsteigebeziehungen wahrscheinlich hierher. Was ist denn, wenn jetzt jemand von hier unten dahin will? Das macht ja gar keinen Sinn. Will man das? Oh, noch ein Viereck. Macht es Sinn? Nee, das macht keinen Sinn. Aber macht es vielleicht Sinn, die Strecke dahin anzubinden?
gefällt mir irgendwie. Gefällt mir irgendwie alles nicht hier so richtig. Ja, weiß nicht. Die binden wir jetzt auf jeden Fall wieder an, weil da haben wir nämlich hier noch ein Dreieck mit dran. Aber auf der Linie wirklich alles. Lokomotive. Ich nehme mal noch einen Waggon. Dass wir den dann im Notfall irgendwo mit einsetzen können. Weil ich glaube, noch eine Linie bringt mir gerade überhaupt noch keine Vorteile. Ich wüsste zumindest nicht wo. Vielleicht hier würde mir eine neue Linie Vorteile bringen. Was verbinden? Was tun wir denn jetzt verlängern dahin? Gelbe Linie. Und setzt bei Gelb einfach noch einen Wagen ran. Wo machst du? Weil ist halt hier kein Viereck mehr drin, ne? Nee, ach du Scheiße. So. Ja, das hier schon mal. Oh Gott, Stimme, wo ist er hin? Das sieht ja schon mal ganz interessant aus. Ja, gut, die Vierecke, die haben halt die Möglichkeit, hier hochzufahren. Die gelbe Linie ist halt echt lang geworden. Wird eigentlich gerne auf der gelben Linie halt. Ich kann doch noch einen Zug auf die gelbe Linie setzen. Sehr gut. Good question. Machen wir es so. Aber ich denke, zweimal Kreis, ich muss vermeiden, dass ich zwei gleiche hintereinander habe. Also jetzt zwei Kreise, vor allen Dingen an der Endstation, macht halt keinen Sinn. Weil es fährt halt keiner bis... Weil die würden, also wenn ich jetzt Kreis haben will, würden alle bis hier hinfahren, aber nicht weiter. Boah, ich brauche eine neue Linie. Gib mir eine neue Linie. Jetzt geht's so nicht. Ich brauche definitiv eine neue Linie. Sonntag ist rum, da müsste eigentlich erst was Neues geben. Ja. Ja, neue Linie. Und zwar eine Linie, die diesen Kreis noch mit anschließt und hier eine Direktverbindung nochmal herstellt. Aber mehr Direktverbindungen. Das heißt mehr Glück. Wo ist denn hier hin? An dem Hub los. Oh, gut. Das ist so kurzfristig, dass ich da mal vier ansammelt, ne? Immer Kreise am Ende. Immer Kreise am Ende. Das ist schön. Das ist eigentlich wirklich schön hier. Dreimal den Kreis am Ende. Perfekt. Was willst du denn machen? Du kannst ja nur die gelbe Linie verbinden. Da bleibt ja fast nichts anderes übrig. Hier ist halt nervig, dass es alles rüber muss. Alles, was in Viereck kommt, von hier muss darüber. Und da ist der Zug halt blitzeblank voll. Ach du Scheiße. Aber wenn ihr wissen wollt, was... Ach du Scheiße, ich habe gerade den Pizza anbrennen lassen. Ja, 25 Minuten drinne. Ist ein bisschen dunkel, kann man vielleicht noch essen. Das passiert, wenn man sich Essen machen will und danach die Idee drauf hat, auch Mini-Metro zu spielen. Ich habe die mal schnell verschlungen, jetzt geht's weiter. Wir wollen ja hier noch zu was kommen. Wie kann ich eigentlich schneller machen? Gibt es hier so einen Shortcut dafür? Weil manchmal muss man ein bisschen Zeit überspringen. Jetzt haben wir da hinten nochmal einen Kreis. Wenn ich den jetzt noch in die blaue Linie mit anschließe, wird die blaue Linie langsam echt zu viel. Aber vielleicht könnte man da den Wagen an die blaue Linie anhängen. Oha.
Das ist eine neue Form, ne? Probieren wir es mal so. Wir haben einen Wagen an der blauen dran. Vielleicht klappt das. Ich nehme mal noch eine Linie. Jetzt werden wir die blaue wieder verkürzen auf hier. Versuchen mit der mal. So ein paar Shortcuts hier noch mitzumachen. Ja, mal probieren es mal so. Aha, guck, hier oben haben wir schon ein Problem. Da können wir die schon mal nicht verlängern, definitiv. Ja, das, es wollen halt einfach viel zu viele nach unten. Es muss halt quasi jeder nach unten. Aber vielleicht könnten wir die einfach noch mit... Ah, ich habe keinen Tunnel mehr. Merde. Ja, lass mal weiter. Was ist das denn jetzt? Wir probieren's. Der Wagen, der blaue Wagen ist auf jeden Fall voller. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, dass wir es so gemacht haben. Ich muss blau eigentlich gar noch unten mit hin verbinden. Weil so den letzten Rest noch mit rauszuholen der Strecke. Ja, sieht gar nicht mehr so schlecht aus gerade. Rot wird das nächste Problem werden, definitiv. Und ich denke, jetzt werden wir noch einen Zug nehmen und werden den auf Rot mitsetzen. Wenn der Sonntag jetzt vorbei ist. Genau, wir setzen jetzt den Zug auf Rot noch mit. Und der Tunnel, den machen wir jetzt für das Stück noch. Und vielleicht tun wir das noch hier hin verbinden. Nee. Wir nehmen die Linie. So. Das ist perfekt. Das muss jetzt perfekt sein. Wir haben jetzt hier so viele Verknüpfungen in jeder jeglicher Art und Weise. Die rote Linie ist halt extrem überlastet. Rote Linie ist definitiv unser Problem. Ich will wissen, ob sich das selber abarbeitet. Nee, das arbeitet sich nicht selber ab. Wir kriegen das hier unten nicht weg. Fuck. Nicht gut. Nicht gut. Das haben wir gerettet. Halt! Oh, fuck. Komm schon, setz dort ein. Nein! Ah, was ist denn jetzt passiert? Mach mal Endlos-Modus. Was hab ich jetzt alles versaut gehabt? Ich will ja noch probieren. Wo gehen denn die alle hin? Die müssen alle auf gelb, ne? Was ist denn jetzt? Warum kriege ich jetzt so viel Zeug die ganze Zeit? Woran liegt das? Was ist da der Grund dafür? Ja, es ist jetzt ist halt too easy, ne? Also jetzt kann ja quasi nichts mehr schief gehen, theoretisch.
Oder sehe ich das falsch? Nee, ich glaube, jetzt kann theoretisch nichts mehr schief gehen. Ich hab's halt schon verkackt, weil ich wollte wieder zu viel, ne? Ich hab das Spiel zu schnell gemacht. Und da war's halt vorbei. Weil ich dachte, ich kann das ja flott. Hoppala hopp. Bin halt nicht mehr so gut. Hättet ihr das besser hingekriegt? Schreibt so in die Kommentare. Aber ich habe immer noch einen Zug übrig. Ja, jetzt macht eigentlich gar keinen Sinn mehr, hier irgendwas zu machen. Das kannst du nicht, das kann man nicht mehr verkacken. Ich weiß zwar nicht, unter welchen Bedingungen ich jetzt immer neue Züge krieg. Stimmt, dieser Counter hier oben irgendwie was. 47, was hieß die 47? Weiß das jemand? Schreibt es mal in die Kommentare. Was soll jetzt hier noch schief gehen? Das sind mittlerweile die verrückteste Verbindung, die ich gerade aufstelle. Ja, gut, Leute, ich würde sagen, was haltet ihr von meiner Meinung? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich das Spiel zu schnell gespielt am Ende? Ich denke, das war mein Fehler. Und wie würdet ihr das lösen? Schreibt es gerne in die Kommentare und würde mich interessieren. Und wir sehen uns damit wieder in 6 Jahren zum nächsten Let's Play. Folge 34 dann. 2000, was ist das denn? 6 Jahren? 2030? Alter, 2018 liegt viel näher als 2030. Ach du Scheiße. Gut, das machen wir nicht mehr. Tschüss und vielen Dank. Achso, schaut euch gerne noch die Playlist an oder eins der anderen neuen Videos hier auf diesem Channel. Tschüss.